Hallöchen, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute ein Stephen King Ranking oder ein Stephen Ranking. Ich gehe schon, okay. Das ist ein vorgefertigtes Ranking. Da gibt es eine Internetseite, packe ich auch mal in die Videobeschreibung. Das hat der gute Phil von Phil's Osophie, dem YouTube-Channel, auch schon gemacht. Und ich fand das eine super Sache und deswegen dachte ich, mache ich das auch mal, weil ich habe jetzt zwar lange, lange, lange noch nicht alle Bücher gelesen von ihm. Das bemerke ich jetzt erst, wo ich hier sehe, wie fucking viele es einfach gibt, weil hier sind wirklich alle deutschsprachigen Bücher von ihm aufgelistet, zumindest bis zu dem Zeitpunkt der Erstellung, aber das ist noch nicht so lange her, also ist es relativ aktuell. Vielleicht findet ihr es ja auch ganz interessant, was ich schon so gelesen habe, mal alles zusammengefasst und vielleicht mal mein Ranking eben zu sehen, was ich jetzt eben besonders gut fand. So, die Kategorien sind Top 3, gehören zu den Besten, ganz gut, eher mittelmäßig, nicht so meins, Flop 3 und eben nicht gelesen. Und ich würde sagen, bevor ich mich jetzt hier verquatsche, fange ich einfach mal an. Mit Sie. Habe ich gelesen, gehört zu dem Besten oder ganz gut? Ich schwanke noch ein bisschen. Ich tue es mal zu gehört zu dem Besten. Kann man ja nochmal ändern. Bei den Top 3 ist quasi die einzige Kategorie, wo begrenzt ist, weil logischerweise sollen zu den Top 3 nur 3 und nicht 4 oder 5. Duddits habe ich nicht gelesen. Finderlohn, das ist der zweite Teil der Bill Hodges Trilogie. Gehört auf jeden Fall zu den Besten, würde ich sagen. Es war auch irgendwie eins von den ersten Büchern, die ich von ihm gelesen habe. S, Top 3, Top 1. Aber da habe ich auch schon wirklich viel dazu gesagt in vorherigen Videos. Also brauche ich das jetzt nicht mehr viel sagen. Dann der Outsider ist sozusagen in gewisser Weise eine Fortsetzung von der Bill Hodges Trilogie. Auch wenn das irgendwie ein bisschen anders ist, aber im Grunde ist es insofern eine Fortsetzung, als dass ein Charakter daraus vorkommt aus der Bill Hodges Trilogie und es sozusagen irgendwie die gleiche Welt ist, aber im Grunde hat man das bei Stephen King Büchern ja sowieso ganz häufig, dass es irgendwie alles in der gleichen Welt spielt, weil immer mal wieder Anspielungen auf andere Bücher kommen, also irgendwie, dann wäre ja alles irgendwie eine Fortsetzung aufeinander. Aber es kommt halt auch ein Charakter aus der Bill Hodges Trilogie vor, deswegen, ja. Fand ich jetzt aber nicht eins von den Besten, nicht so gut wie die eigentliche Bill Hodges Trilogie. Habe ich auch schon mal eine Buchvorstellung zu gemacht. Das war halt vor allem das Problem, es war am Anfang richtig gut und dann kam halt eine Wendung viel zu früh. Das war das Problem, die hätte deutlich später kommen müssen. Deswegen sage ich mal ganz gut. Aber vielleicht auch eher mittelmäßig. Aber eigentlich ist es schon ganz gut gewesen. Dann Frühling, Sommer, Herbst und Tod ist eine Kurzromansammlung. Es sind 4 Kurzromane. Ich sage Kurzroman, weil die haben auch jeweils so 100 bis 200 Seiten. Also Kurzgeschichte kann man es nicht nennen. Da ist zum Beispiel Pin-Up drin. Das ist die Buchvorlage zu der Verfilmung mit Morgan Freeman, die The Shawshank Redemption heißt, die Verurteilten. Und der Film ist ja richtig, richtig, richtig gut. Also, oh, das ist bestimmt einer meiner Lieblingsfilme. Und ich fand auch die Kurzgeschichte dazu, den Kurzroman, ziemlich gut. Der war, glaube ich, sogar aus der Ich-Perspektive von Red geschrieben, was ich ziemlich cool fand. Und ich mag so Bücher oder Geschichten, die so in dem Stil geschrieben sind, als hätte einer der Charaktere was so Relevantes erlebt, dass er das eben aufschreiben muss. Und so ist das eben da jetzt auch. So wie auch irgendwie bei The Green Mile. Genau, dann... Ja, aber fand ich... Ja, ich muss halt sagen, die Geschichten waren sehr unterschiedlich. Pin-Up fand ich richtig gut. Dann war noch eine andere, die basiert... Da wurde die Verfilmung Stand By Me draus gemacht. Den Film habe ich nicht gesehen. Die Kurzgeschichte fand ich aber ganz gut. Und dann war eine der Musterschüler, da geht es um so ein... Musterschüler, so einen 13-Jährigen oder so, 14-Jährigen, aber einem alten Kriegsverbrecher aus dem Zweiten Weltkrieg zwingt er irgendwie so ein bisschen dazu, ihm irgendwie alte Geschichten zu erzählen, was ein bisschen absurd ist und insgesamt fand ich die Geschichte ein bisschen strange und die letzte Geschichte habe ich nicht mal gelesen ganz, weil sie so komisch war, also das ganze Buch war insgesamt vielleicht, ja, ganz gut, vielleicht aber auch eher mittelmäßig. Aber Pin-Up war halt so richtig gut, deswegen. Dann... Shining gehört auf jeden Fall zu den Besten, würde ich sagen. Ja, also das habe ich gelesen und war schon auch eins von den Besten, ja, kann man schon sagen. Ja.
Die Augen des Drachen habe ich nicht gelesen. Joyland, ja, habe ich das jetzt gelesen oder nicht? Hm. Ja, das war eins von den ersten Büchern von ihm, was ich gelesen habe. Und ich fand es halt nicht gut genug, als dass ich es weitergelesen hätte. Aber ich hatte mir eigentlich immer vorgenommen, das nochmal zu versuchen. Deswegen ist es jetzt entweder Flop 3 oder nicht gelesen. Ich tue es auf nicht gelesen, weil ich eigentlich immer so... Nee, ich tue es auf Flop 3. Dann Qual, was steht da noch? Von... Ah, das ist unter dem Pseudonym Richard Bachmann geschrieben. Genau, also das ist ein Pseudonym von Stephen King, Richard Bachmann, aber von dem habe ich auch noch nichts gelesen. Nachtschicht nicht gelesen, Der Talisman nicht gelesen, Menschenjagd nicht gelesen, Das Institut nicht gelesen. Institut ist ein neueres, habe ich schon mal beim Hungdubel gesehen und so nach dem Motto, habe ich mal vorzulesen, habe ich aber noch nicht. Was ist das hier? Gwendys Wunschkasten, habe ich noch nie von gehört und auch noch nicht gelesen dementsprechend. Die Erhebung, ja, habe ich gelesen, ist ungefähr ein so dünnes Buch. Also wirklich richtig, richtig dünn, habe ich innerhalb von einem Tag oder zwei Tagen gelesen, war aber irgendwie ein bisschen seltsam. Ein Flop würde ich nicht bezeichnen, aber eher so nicht so meins. Oder vielleicht auch ein Flop. Ich weiß es nicht. Ich überarbeite es am Ende alles nochmal, wenn ich alle mal einsortiert habe. Das Spiel habe ich leider noch nicht gelesen, wisst ihr aber vielleicht, ist auf meiner Liste, habe ich ja in meinem Video über die Bücher für 2021 genannt. Habe ich definitiv vorzulesen. Da ist auch schon der Film auf meiner Netflix-Liste, will ich aber natürlich auch erst sehen, wenn ich das Buch gelesen habe. Dann Wind, habe ich nicht gelesen. Das ist ein Teil von Der dunkle Turm. Ja, Der dunkle Turm, das habe ich definitiv vor noch zu lesen, weil da heißt es immer, dass das so genial sein soll. Dann habe ich den ersten Teil gelesen, der war aber gar nicht so meins. Aber ich will es nochmal versuchen, dann ab Teil 2 weiterzulesen. Friedhof der Kuscheltiere, gehört zu den Besten. Ja. Habe ich gelesen und fand ich richtig gut. Fand ich richtig gut. Muss ich ehrlich mal sagen. Dann 3. Auch vom dunklen Turm. Verdammt. Ist das jetzt der erste Teil? Ich muss mal gerade schauen. Ja, das ist okay. Ich bin gerade. Erster Teil, den wir tun, Stephen King. Sag ich dir was zu? Ja, die Kinder. Schwarz ist der erste Teil, okay. 3 ist der zweite. Auf jeden Fall ist es nicht der erste Teil und ich habe ihn nicht gelesen. So, Das Monstrum, nicht gelesen. Das Leben und das Schreiben, nicht gelesen. Habe ich aber vor. Ist so seine Autobiografie über wie man, oder über so ein bisschen Schreibtipps, habe ich vor, mal reinzulesen. Blutige, was habe ich nicht gelesen? Warn habe ich nicht gelesen, Mann habe ich nicht gelesen. Was ist das? Amor habe ich nicht gelesen. Dolores habe ich nicht gelesen. Sam habe ich nicht gelesen. Revival habe ich nicht gelesen. Hatte ich mir vor. Basan der bösen Träume habe ich gelesen. Und ich habe es gar nicht komplett gelesen. Ich habe nicht alle Geschichten draus gelesen. War eher so mittelmäßig tatsächlich. Ja. Ja, weil ich fand die irgendwie alle so ein bisschen, ja, vielleicht auch eher so nicht so meins. Ja. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, die wollen mir irgendwas sagen, aber ich habe nicht verstanden, was die mir sagen wollen. Wobei man ja bei Stephen King immer, der sagt ja immer selber auch, dass Geschichten nicht immer unbedingt irgendwas zu sagen haben, sondern auch einfach nur Geschichten sein können. Aber irgendwie waren die ein bisschen merkwürdig, die Geschichten, fand ich. Zumindest die Geschichten, die ich gelesen habe daraus. Love, nicht gelesen. Heilige Scheiße, ich wusste nicht, dass ich so viel nicht gelesen habe. Das Bild, nicht gelesen. Zwischen Nacht und Dunkel, nicht gelesen. Stark, nicht gelesen. In einer kleinen Stadt, nicht gelesen. Der dunkle Turm. Was welches ist jetzt, Mann? Das erkennt man so schlecht. Der Turm, das ist der letzte wahrscheinlich. Nicht gelesen. Sarah, nicht gelesen. Sleeping Beauty ist nicht gelesen. Atlantis, nicht gelesen. Blut, nicht gelesen. Sunset, nicht gelesen. Coral, nicht gelesen. Todesmarsch, nicht gelesen. Regulator, nicht gelesen. Heilige Scheiße, kommt auch noch was ich gelesen habe. Der Pewig, nicht gelesen. Das kam jetzt das Todes. Nicht gelesen. Nicht gelesen. Wie viele Bücher der geschrieben hat, ist ja der Wahnsinn. So, Dr. Sleep war die Fortsetzung zu Shining und fand ich aber gut. Mindestens genauso gut wie Shining. Ja, also gehört zu den Besten. Dann 4 nach Mitternacht nicht gelesen, Feuerkind nicht gelesen, wurde mir mal empfohlen, habe ich aber noch nicht gelesen, Dead Zone nicht gelesen, Mind Control. Gehört zu den Besten. Das ist der dritte Teil von der Bill Hodges Trilogie und es war auch sogar der beste von den 3 Teilen, würde ich so behaupten, für mich. So eine Einschätzung finde ich, ich weiß nicht, wie geht es euch damit? Also so eine Einschätzung entsteht, finde ich, sehr daraus, zu welcher Zeit ich das gelesen habe. Und wenn ich an dieses Buch denke, dann denke ich an eine sehr bestimmte Zeit aus meinem Leben und denke da irgendwie daran zurück und deswegen habe ich da gleich so irgendwie
auch ein bisschen mehr noch positive Assoziationen. Aber ich fand natürlich auch die Geschichte ziemlich gut. Das Schwarze Haus nicht gelesen, Schlaflos nicht gelesen, Sprengstoff nicht gelesen, die Arena nicht gelesen, Albträume nicht gelesen, Wolfsmund auch wieder von der Dunkelturm, Glas von der Dunkelturm. Brennen muss Salem, ich hätte es fast zu nicht gelesen getan, weil das Cover mir so unbekannt vorkam. Aber ich habe es natürlich gelesen und das war, ja, ganz gut. Gehört jetzt nicht zu den Besten, aber war ganz gut. Ich fand es halt nicht so gruselig, wie ich erwartet hatte und nicht so spannend, wie ich erwartet hatte. Aber es war eine ganz interessante Geschichte und ich habe es durchgelesen und hatte nicht das Bedürfnis, es aufzuhören. Es war auf jeden Fall ganz gut und unterhaltsam, definitiv. Puls habe ich gelesen, war aber eher mittelmäßig. Habe ich ja auch eine Buchvorstellung zu gemacht. Irgendwie war das halt merkwürdig. Lenko, keine Ahnung, kann ich gerade nicht lesen, ist zu klein. Tod. Wie war das jetzt? Wie hieß jetzt nochmal der erste Teil? Ich komme da mit diesen Büchertiteln von der Dunkle Turm immer durcheinander. Warte, der erste Teil war Schwarz, den habe ich gelesen. Und der war... Flop 3 wäre zu hart, nicht so meins, sage ich mal. Tod nicht gelesen, The Stand habe ich gelesen und es gehört zu, nicht zu Flop 3, ich habe es nur kurz abgelegt, um hochzuscrollen. Ach, das geht auch, während ich es gepackt habe, okay. Naja, es gehört auf jeden Fall... jetzt habe ich irgendwie doch das Bedürfnis, eine Kategorie zu haben zwischen Gehören zu den Besten und ganz gut. Naja... Ja, dann ist es vielleicht die Formulierung, finde ich, doch nicht ganz passend, ganz gut. Weil ich finde, ganz gut hört sich zu negativ an. Aber ich finde, irgendwie gehört da noch eine Abstufung nach, gehört zu dem Besten zwischen eher nicht so gut. Aber ganz gut heißt ja dem Wortsinn nach eigentlich, dass es ganz gut war. Irgendwie ist es aber trotzdem ein bisschen negativ behaftet. Das ist so irgendwie wie ganz nett ist die kleine Schwester von Scheiße oder so. Naja. Aber wie gesagt, ich will das nochmal klarstellen, ich fand es ganz gut, aber nicht eins von den Besten, aber auch nicht so fast schon scheiße. Der Fluch, nicht gelesen. Carrie habe ich gelesen und eher mittelmäßig oder nicht so meins. Ich sag, tu's mal zu mittelmäßig. Wo bleiben denn jetzt eigentlich die ganzen Guten mal? Danse Macabre, oder wie, habe ich nicht gelesen. Christine nicht gelesen. Mr. Mercedes, der erste Teil der Trilogie. Ich habe jetzt die anderen beiden zu gehören zu den Besten getan. Aber vielleicht sind die auch... The Green Mile, genau, das ist noch das, was definitiv zu Platz 1 muss, also Top 3. Und Cujo habe ich nicht gelesen. Das Mädchen? Ah doch, das habe ich gelesen, das... Warte, ist das nicht das... Also das habe ich als Hörbuch gehört, gibt es bei Spotify. Und das war aber nicht so das richtig Beste, eher mittelmäßig. Oder vielleicht auch ganz gut. Schwierig. Ich tue es mal zu ganz gut. Colorado Kid nicht gelesen. Und das Letzte, Der Anschlag, gehört in die Top 3. So. Ich habe die Top 3 jetzt quasi so ausgewählt, nach dem Motto, welche Bücher, wo ich das Bedürfnis habe, die nochmal zu lesen. Da gehört definitiv S dazu, weil das habe ich schon, also nicht nochmal gelesen, aber da habe ich das Hörbuch ein paar Mal noch gehört. Ich persönlich bin jemand, der ein Buch nicht nochmal lesen kann, weil dafür gibt es zu viele Bücher auf dieser Welt. Aber wenn ich das Bedürfnis habe, die Geschichte nochmal zu hören, dann höre ich einfach das Hörbuch nochmal. Und das habe ich bei S schon ein paar Mal gemacht. Bei The Green Mile höre ich gerade zum ersten Mal das Hörbuch noch. Das Buch habe ich vor einem Jahr gelesen oder so. Und Der Anschlag, da habe ich das Hörbuch mittlerweile auch schon parat, habe ich vor, noch zu lesen. Also ich glaube, die Top 3 ist relativ safe. Wenn ich jetzt noch innerhalb Gehören zu den Besten sortieren würde, würde ich definitiv Mind Control ganz vorne nachsetzen. Finderlohn auf die zweite Stelle und Mr. Mercedes auf die dritte Stelle. Es ist jetzt genau andersrum. Mr. Mercedes ist der erste Teil, Finderlohn der zweite und Mind Control der dritte. Aber genau andersrum fand ich sie eigentlich am besten. Mr. Mercedes hätte ich sogar teilweise zwischendurch fast abgebrochen. Da war nur das Ende dann richtig, richtig gut. Der Anfang hat sich ein bisschen gezogen. Gerade aber dennoch zu den Besten, weil das Ende halt richtig, richtig gut war. Und also nicht nur das Ende, sondern auch die Mitte. Nur der Anfang war halt ein bisschen doof. Dann überlege ich gerade noch...
Sie ist, glaube ich, eher weiter hinten. Dann, ich glaube, ich fand sogar Dr. Sleep ein bisschen besser als Shining. Voll ungewöhnlich eigentlich, dass der zweite Teil besser ist als der erste. Aber kann man schon eigentlich so sagen. Und ich glaube, Friedhof der Kuscheltiere fand ich noch besser als Dr. Sleep. Und sie, warte, was habe ich jetzt gemacht? Ah nee, so, genau. Sie gehört, das ist jetzt die Überlegung, ob ich es besser als Shining oder Dr. Sleep fand. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde es ungefähr gleich einschätzen. Dann der Outsider und, also ich würde mal behaupten, The Stand ist das Beste von den ganz gut Büchern. Dann kommt Brennen muss Salem auf jeden Fall vor Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Das Mädchen ist das Letzte, das passt schon so. Dann mittelmäßig. Ja, ist eine ganz gute Reihenfolge. Die sind ungefähr auf dem gleichen Level der Mittelmäßigkeit. Dann nicht so meins war schwarz, das passt. Flop 3 ist Joyland und die Erhebung. Ja. Ja, und jetzt kontrolliere ich hier nochmal. Die habe ich alle nicht gelesen. Nee. Krass, dass das so viele sind, die ich nicht gelesen habe. Finde ich jetzt sehr erstaunlich. Na gut. Aber, also dann zähle ich mal. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ich habe 19 Bücher gelesen von Stephen King. Das sind fast 20. Auch erstaunlich. Krass, wie fucking viele Bücher der Typ geschrieben hat. Das ist ja abnormal. Also ich habe fast 20 Bücher gelesen und damit glaube ich nicht mal die Hälfte aller Bücher von ihm. Das ist ja schon erstaunlich, schon krass. Ja, Leute, das ist mein Ranking. In der Videobeschreibung findet ihr den Link zu diesem Ranking, dann könnt ihr das selber mal machen. Genau, das war's dann von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo, vergesst die Glocke nicht zu aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.